Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Smart gemacht Video bei Voltus und mit mir, Sebastian. Heute möchte ich mit euch eine Steckdose einbauen. Zuerst muss ich dazu allerdings sagen, dass ihr diese Steckdose nicht selber anschließen dürft. Das muss ein Fachmann machen. Allerdings dürft ihr die auch vorbereiten. Also wenn ihr mit dem Elektriker absprecht, dass ihr die alle vorbereitet und der Elektriker nur noch anschließt, spart ihr ein bisschen Geld und habt ein bisschen mehr Spaß dabei. Kommt mit und ich zeige euch, wie es geht. Wir stehen hier in unserer Installationsmusterwand. Und zuallererst müssen wir da mal ein Loch reinbohren, damit wir eine Hohlwanddose setzen können. Natürlich heißt das, wenn ihr in einer normalen, sagen wir mal, Steinwand arbeitet, Betonwand arbeitet etc., dass ihr da mit anderem Werkzeug rein müsst und dass ihr keine Hohlwanddose, sondern eine normale Gerätedose verwendet. Aber hier haben wir eine Holzplatte, stellvertretend für zum Beispiel auch Trockenbauwand, Rigips etc. Und da machen wir entsprechend mit einem Dosensenker ein Loch rein für 68er Durchmesser. Der Dosensenker sieht so aus, der hat einen Zentrierbohrer. Dann hat er hier eine, ich sag mal, Lochsäge, hier hat er eine Auspufffeder, damit die Platte, die ihr da rausschneidet, entsprechend hier nicht drin stecken bleibt. Und am unteren oder am äußeren Ende sozusagen hat er noch einen Kantenfräser, sodass die Kante von der Hohlwanddose auch leicht versenkt bleibt und die Hohlwanddose generell plan in der Fläche drin sitzt. Den benutzen wir jetzt, um diese Markierung hier entsprechend zu nutzen, den Bohrer da einmal zu zentrieren und dann mit der Säge das Loch zu sägen. Und danach setzen wir uns eine Hohlwanddose ein, in die wir die Steckdose nachher montieren. Los geht's! So, wenn wir das Loch jetzt fertig haben, dann sehen wir hier, dass der Kantenfräser umlaufend eine Kante eingefräst hat. Die dient dazu, dass diese überstehende Lippe vor der Hohlwanddose, die gegen Durchrutschen sichert, versenkt hier drin liegt und entsprechend die Hohlwanddose nicht aufbaut auf der Wand, damit es halt alles plan wird. Die bauen wir jetzt noch nicht ein, denn erstmal sichern wir uns hier das Kabel. Das müssen wir natürlich ein bisschen vorbereiten, dass wir da rankommen überhaupt. Und dann müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr das Kabel niemals anfasst, beziehungsweise der Installateur darf dieses Kabel niemals anfassen, zumindest nicht an leitenden Stellen, wenn nicht die Sicherung rausgenommen ist, das Kabel geprüft wurde, dass es spannungsfrei ist, die Sicherung gegen Wiedereinschalten gesichert ist und ein Vermerk oder ein Hinweisschild angebracht wurde, sodass niemand diese Sicherung wieder einschalten kann. Ihr müsst also auf jeden Fall immer sicherstellen, dass dieses Kabel spannungsfrei ist, wenn ihr überhaupt irgendwo dran arbeitet. Der Installateur weiß das logischerweise und der Installateur darf das auch tun. Ihr solltet dieses Kabel entsprechend nur dann benutzen, wenn das Kabel auf der Primärseite oder einer Verteilung selber noch nicht aufgelegt ist. Das heißt, geht sicher, dass das Kabel spannungsfrei ist, arbeitet nur und ausschließlich in spannungsfreien Installationen. Alles andere schließt der Installateur an. Aus diesem Risiko heraus, ne, müssen wir entsprechend natürlich dann sicher gehen. Dieses Kabel ist an der einen Seite noch nicht angeschlossen. Also das ist quasi jetzt eine Leitung, die einfach so aus dem Nichts kommt und da ist noch keine Spannung drauf. Sobald das alles fertig installiert ist, würden wir entsprechend diese Leitung dann auflegen lassen und dann wäre da Spannung drauf. An dem Punkt würden wir natürlich dann auch wieder raus sein als Laien. Der Installateur muss den Anschluss machen. Diese Leitung machen wir uns jetzt einmal auf mit einem Seitenschneider. Wir haben natürlich eine schöne Schlaufe gezogen und brauchen ein bisschen Platz dafür. Zugegeben, das ist jetzt nicht der beste Seitenschneider für den Zweck, aber den anderen habe ich hier gerade nicht. Dann sichern wir uns diese beiden Dinger hier, die wollen wir haben. So, jetzt haben wir hier die Schlaufe der Installationsleitung rausgezogen und aufgetrennt, sodass wir hier zwei Stücke haben. Das eine kommende, das andere gehende. Das heißt, wir gehen jetzt quasi hier mit einem Kabel sozusagen nur einmal in die Steckdose rein und gehen von da aus weiter zur nächsten. Das ist unser Szenario. Und die Hohlwanddose hat hier hinten ganz viele ausbrechbare Kabeleinführungen, von denen ich entsprechend dann, ich werde die so remontieren wollen, eine oben und eine unten benutzen möchte. Die nehme ich jetzt mal ein bisschen schräg hier, dass sie möglichst weit hinten liegen. Und breche die mir einfach einmal aus. Ich kann mit einem Schraubendreher machen. So und so. Dann habe ich da die Öffnung drin. Dann kann ich mir das Kabel hier schon mal reinziehen. Wie gesagt, auf diesem Kabel ist keine Spannung drauf. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich das da drin habe, dann lasse ich mir so ein bisschen Überschuss noch, dass ich damit arbeiten kann. Das kann ich jetzt auch noch ein bisschen hin und her ziehen. Montiere mir erstmal die Dose. Die Befestigungsschrauben sind jetzt links und rechts und die Steckdose wird nachher oben und unten angeschraubt. Und diese Hohlwanddose, die basiert auf dem System und auf dem Prinzip, wenn ihr diese Schraube jetzt quasi rechts rum dreht,
dann klappt ihr eine Befestigungslasche rechtsrum aus. Die stand vorher dahinter so drin. Und die klappt ihr jetzt quasi so rum aus. Und dann schlägt sie hier an. Und wenn die Schraube weiter dreht, dann zieht ihr sie immer weiter ran, sodass sie sich von hinten festklemmt. Das macht ihr jetzt also mit beiden Seiten. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. So, und dann macht ihr es hier nochmal. Das initiale Ausklappen der Lasche spürt ihr auch. Das ist ein kleiner Widerstand, der plötzlich weggeht. Und dann könnt ihr die hier einmal anziehen. Damit ist die Dose dann selber auch installiert. Die ist jetzt fest, da ruckelt nicht mehr allzu viel. Und dann gehen wir zum Kabel über. Um den Mantel jetzt abzubekommen, nehmen wir einfach einen Abmantler. Den kann man auch bei uns im Shop kaufen. Die sind dafür gemacht, dass man sicher und nicht zu tief einschneidend den Mantel des Kabels entfernen kann. Und er hat entsprechend hier vorne einfach nur zwei Schneiden und wird hier einmal rübergeklappt. Schneidet dann quasi vorne den Mantel ein. Dann kann man den einmal drehen, damit hat man den Mantel gelöst und dann kann man ihn einfach nur abziehen. Das machen wir jetzt bei beiden Kabelenden. Und dann haben wir effektiv den Kabelmantel entfernt, ohne dass wir in die Isolierung der Adern einschneiden können. Und können entsprechend dann die Isolierung der Adern mit einer automatischen Abisolierzange oder einer manuellen Abisolierzange beispielsweise auch einfach entfernen. Um das abzuisolieren, gucken wir erstmal auf die Steckdose. Da steht in der Regel drauf, welchen Abstand wir brauchen. Hier sehen wir das drauf. Auf der Steckdose steht hier 11 mm. Das ist quasi jetzt eine Gira System 55 Steckdose. Und wenn man hinten drauf guckt, dann sieht man direkt da bei der Klemme, da sind 11 mm vermerkt. Also habe ich die erstmal auf so circa 11 bis 12 mm eingestellt. Und dann gehen wir hier eigentlich nur an den Anschlag der Zange ran. Und ziehen. Beziehungsweise drücken die Zange durch, damit ziehen wir dann die Isolierung ab. Und dann haben wir unsere Aderenden alle abisoliert und können die entsprechend in die Steckklemmen der Steckdose einstecken. So, jetzt kommt es dazu, dass wir den Steckdoseneinsatz installieren, der hier später hier so drin sitzt. Ich würde jetzt sagen, ich hole die Leitung von unten quasi, damit er dann schön richtig rumsitzt. Keine große Relevanz, aber ich finde es schöner. Das Ganze machen wir folgendermaßen. Wir haben hier in der Mitte die Schutzkontakte. Die laufen zusammen in diese Klemme. Da kommt der Schutzkontakt logischerweise rein, also die Erde quasi. Die stecken wir entsprechend in diese Klemme rein, und zwar beide nebeneinander, damit sie durchgeschliffen wird. Dann nehmen wir uns die Phase. Ich persönlich schließe die Phase gerne auf der rechten Seite an. Man kann die auch gerne auf der linken Seite anschließen. Hauptsache, erstens braun zu braun, damit entsprechend nichts überkreuzt wird. Und zweitens, man sollte es, wenn möglich, in der kompletten Installation, also im kompletten Haus quasi, immer auf der gleichen Seite machen. Auf der anderen Seite kommt der Neutralleiter ran. Und dann haben wir die Steckdose sowohl mit Strom versorgt, als auch die weiterführende Leitung sozusagen, die zur nächsten Steckdose geht, damit versorgt. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Restdraht. Den knicken wir am besten hier einmal so ein bisschen so um, dass der schon mal vorgebogen ist. So, und dann können wir die Steckdose hier gleich reinsetzen. Noch ist sie quasi fest, die hängt da schon dran, die Drähte sind alle drin. Die sind so gebogen, dass sie sich da reinziehen gleich. Und dann können wir die Steckdose hier reinsetzen. Die entsprechend auf diese langen Löcher hier raufrasten. Eindrehen, das ist ein bisschen fummelig, ein bisschen Kraft für. So, dann richten wir die ein bisschen aus und ziehen die Schrauben fest. Und wenn man da eine Kombination von mehreren hat, dann würde ich empfehlen, dass man die alle erstmal so grob festmacht, grob ausrichtet und am Ende dann, bevor man quasi die Zentral einsetzt und so Zeug, die Zentralplatten montiert, alle nochmal so leicht löst und gegeneinander ausrichtet, weil die Kanten sich quasi gegenseitig dann ja auch helfen, sich zu sperren und sich gerade zu halten. Wenn man quasi Blechkante an Blechkante hier hat, dann kann man sie schön ausrichten, ohne dass alles verrutscht. Diese hier ist aus meinem Blickwinkel gerade. Vielleicht ein Hauch verschoben noch, aber das kriegt man auch hin. So kann man in diese Langlöcher rein, das ein bisschen drücken. Und dann kommt die Abdeckung da drauf. In diesem Fall zuerst der Rahmen, weil der Rahmen durch diese Zentralplatte gehalten wird. Dann die Abdeckung. Darauf achten, dass hier die beiden Schutzkontakte gut durchkommen und sie nicht hängen bleiben und dann irgendwie kaputt gehen oder verbiegen. Dann ziehen wir noch diese Schraube hier in der Mitte fest. Und damit ist die Steckdose installiert.
Das sollte logischerweise alles, wie gesagt, ohne Spannung auf der Leitung passieren. Das heißt, der Elektriker, der sollte derjenige sein, der nachher die ganze Installation und die Anschlüsse abnimmt und dann erst Spannung auf die Anlage gibt. Ihr dürft auf keinen Fall unter Spannung arbeiten, beziehungsweise auch nicht in einer Anlage arbeiten, die potenziell unter Spannung sein könnte, sondern nur bei einer Leitung, die gar nicht erst angeschlossen ist, damit kein Risiko besteht, dass ihr euch irgendeinen Stromschlag holt oder andere Sicherheitsrisiken entstehen. Ansonsten könnt ihr soweit natürlich gut vorarbeiten und der Elektriker, der guckt sich dann auch, ob das geklappt hat und schließt nachher die gesamte Anlage einfach an. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man eine Steckdose anschließt und ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt oder Themenwünsche, lasst die bitte unten in den Kommentaren. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr dieses Video liked, damit wir in Zukunft noch weitere solche Videos machen könnt und ihr die dann auch seht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.